In Seelze-Dedensen wurde am Mittwoch die Leiche einer jungen Frau gefunden. Eine Spaziergängerin hatte die 25 bis 30 Jahre alte Tote am Morgen nahe des Mittellandkanals entdeckt. Der Fundort liegt in einem Waldstück etwa 20 Meter von einem Feldweg entfernt. Derzeit ist die Identität der Frau unbekannt und uns ist derzeit auch nicht bekannt, wie die Frau zu Tode gekommen ist. Aktuell ist die Kriminalpolizei hier vor Ort, sichert Spuren am Tatort und heute Nachmittag wird die Leiche in der Rechtsmedizin obduziert. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und bitten um Hinweise zur Unbekannten. Sie war 1,56 Meter groß, schlank, hatte dunkelblonde nackenlange Haare und blaugraue Augen. Am linken Schneidezahn trug sie einen Strassstein, bekleidet war sie mit einer braunen Hose, einem schwarzen Pullover und einer Jeansweste.